Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, angesichts der aktuellen Stunde und der vorliegenden Probleme hier bei uns im Land habe ich mir doch die eine oder andere konstruktive Idee vorgestellt. Stattdessen habe ich insbesondere von der CDU, von Herrn Glawe und von Herrn Waldmüller Werbeblasen gehört, leider. Durchstarten in MV, dein Land, deine Chance. Das ist ein etwas sperriger Name eines Online-Portals. Es wurde bereits genannt, dass das Wirtschaftsministerium im Rahmen seiner Image-Kampagne seit Oktober 2009 betreibt. Also auch nichts Neues. Gefördert unter anderem, man höre und staune, aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Die Webseite mit dem dicken roten Button zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie viele Informationen bietet, die bereits so oder ähnlich auch in anderen Portalen für Jugendliche in der Berufsorientierungsphase bereitgehalten werden. Da gibt es zum Beispiel Bewerbungstipps und Erläuterungen zu den rund 350 Ausbildungsberufen, die, so der Werbetext, man in Deutschland und MV lernen kann. Schöne Sache, aber wer sich auch nur einigermaßen oberflächlich mit der Materie befasst, der weiß, solche Tipps gibt es in jedem BIZ, also Berufsinformationszentrum. Und die Online-Datenbanken Berufenet und Kursnet der Bundesagentur für Arbeit bieten diese Informationen noch dazu deutlich ausführlicher und interaktiver an. Wohl deshalb wird auch gleich nach dem ersten Klick in die Berufeübersicht fröhlich zu Berufenet verlinkt. Insbesondere auch zu den dort eingestellten Videos. Nebenbei, dass die Anzahl der in MV erlernbaren Berufe weit unterhalb der 350-Marge liegt, ist in Fachkreisen und unter Jugendlichen kein Geheimnis. Die Datenbank des Wirtschaftsministeriums moppelt ihre Einträge künstlich auf, indem etwa die Fischwirt-Ausbildung mit sämtlichen Fachrichtungen gelistet wird, Reha-Berufe mit aufgeführt werden und neben grundständigen Ausbildungen auch duale Studiengänge im selben Beruf als eigenständige Einträge auftauchen. So lässt auch vielleicht künstliche Fülle sich erzeugen, meine Damen und Herren. Aber ist es das, was Jugendliche brauchen und was unser Land voranbringt? Und sind es solche Aktivitäten, für die wir Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds einsetzen sollten? Da habe ich doch starke Zweifel. Nun soll das Portal noch zielgruppenfreundlicher und interaktiver werden. Auch sind zusätzliche Aktionen mit authentischen Akteuren aus dem Land geplant. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns hier Klartext reden. Die Ausbildungssituation in unserem Land hat sich radikal verändert. Waren es noch vor wenigen Jahren die Ausbildungsplätze, die fehlten, so sind es jetzt in zunehmendem Maße die Auszubildenden. Wer aber glaubt, damit habe sich das Problem erledigt, der befindet sich auf dem Holzweg. Es sei denn, die Landesregierung wollte jetzt auch noch den demografischen Wandel als ihre Leistung verkaufen. Dass ausweislich der aktuellen Statistik noch 3.400 Ausbildungsplätze in unserem Bundesland unbesetzt sind, ist eine Seite. Schauen Sie sich die sogenannten Top 5 dieser Stellen an. Dann wird deutlich, dass es vor allem Ausbildungen im Hotel- und Gaststättengewerbe sind, für die sich keine Bewerberin finden. Das hat sattsam bekannte Gründe. Da geht es um Erreichbarkeit, Arbeitszeiten, Entlohnung, um mangelnde Perspektiven, kurzum um Qualität, mangelnde Qualität der Ausbildung. Damit steht das Hotel- und Gaststättengewerbe zwar nicht alleine da, aber es macht in unserem Land eben ein besonders großes Arbeitsmarktsegment aus. Auch wenn der Präsident
der IHK Neubrandenburg in einem Interview in der Ostsee-Zeitung am vergangenen Donnerstag darauf hinweist, Geld sei ja nur das eine und die Unternehmen könnten gerade jungen Leuten angesichts des anstehenden Generationswechsels durchaus etwas bieten, denn passt das sehr schlecht zu der Tatsache, dass nur knapp 50% der Ausbildung der Auszubildenden in unserem Bundesland, Herr Glawe, von ihrem Betrieb übernommen werden. Die Bundeswerte liegen um gut 10 Prozentpunkte höher. Die zweite Schwelle ist Teil des problematischen Gesamtbildes. Erst durchstarten, dann ausgebremst werden. Wenn nicht nur das Image aufpoliert, sondern wirklicher Wandel erzeugt werden soll, dann gibt es für die Landesregierung noch sehr viel zu tun. Sehr geehrte Damen und Herren, da überspringe ich mal eben ein bisschen was. Das reduzierte Spektrum der Ausbildungsberufe in unserem Bundesland habe ich bereits angesprochen. Es spiegelt Frau sich ja auch, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, die Redezeit ist abgelaufen. Es spiegelt sich ja auch in der Arbeitsmarktstruktur wider. Was uns hier im Land fehlt, das sind innovative Ausbildungskonzepte und zukunftsfähige Berufe, etwa im MINT-Bereich. So, Frau Abgeordnete, es tut mir leid. Also wir haben hier Regeln und die müssen alle beachten. Sie haben schon mehr Redezeit wie alle anderen Redner bekommen. Es sind alle drüber gewesen. Aber ich muss hier mit gleicher Elle messen und Sie sind eine kleine Fraktion, also insofern geht das gar nicht anders. Ich bitte darum um Verständnis.